Bei einer Massenschlägerei unter Indern wurden heute Nachmittag in Steilshoop mehrere Personen verletzt. Nach Augenzeugenberichten sind Anhänger der Religionsgemeinschaft Sikhs mit Eisenstangen und Säbeln aufeinander losgegangen. Dabei wurde ein Mann schwer, sechs weitere leicht verletzt. Zu der Auseinandersetzung kam es, nachdem einer Gruppe Indern der Zugang zum Gebetshaus verwehrt wurde. Diese Männer sollen kurze Zeit später die Prügelei angezettelt haben. Meine Kinder schrien nur Hilfe, Hilfe, wenn Menschen verprügelt. Im Moment haben wir auch gesehen, dass Eisenstangen aus den Autos geholt wurden, dass auf ältere Leute eingeschlagen wurden. Die Polizei versucht jetzt, die Hintergründe der Tat zu ermitteln.